Hey ho, meine Lieben, heute fasse ich nochmal das Thema Pizza auf, aber ganz anders, als ihr jetzt denkt. Ich mache mir einen Mini-Pizza-Hackbraten oder Typ Pizza. Ja, ganz einfach pizzamäßig gewürzt und gefüllt. Alles weitere drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche, wo ich schon, ja, eigentlich alles soweit hergerichtet habe. Attacke! So, was haben wir denn hier alles Schönes? 300 Gramm Hackfleisch, ein Ei, Zwiebel und Knoblauch gehäckselt, eine Scheibe Toastbrot, klein gebröselt und ein bisschen mit Milch versehen. Dann habe ich hier noch ein bisschen Salami, am liebsten wäre mir noch ein Schinken gewesen. Hier habe ich noch Mais und Champignons. Ja gut, das war jetzt nicht im letzten in den Videos. Dann habe ich hier drüben meine Pizzasoße noch und den Käse. Und hier habe ich noch etwas Paniermehl stehen, falls das Zeug noch zu matschig wird. Würzen tue ich den Hackbraten dieses Mal mit dem Pizzaioli. Das muss reichen. Oder? Ja doch, schauen wir mal. Also das ist definitiv noch zu matschig. Machen wir gleich ein bisschen was von dem Paniermehl mit rein. Habe ich eigentlich noch ein Bacon? Schade, schade, schade. Und kein Bacon mehr, fertig geschnittenen. Was ich mir noch mache. Ich will es ja hier in dieser Schüssel machen. Ich schneide mir jetzt noch ein paar Zwiebeln oder eine Zwiebel schnell in Scheiben und dann lege ich die Schüssel schnell unten aus. Und wenn das soweit gemacht ist, dann mache ich hier weiter, weil ich möchte den Hackbraten dann auf die Zwiebeln legen. Dann wäre das mit den Zwiebeln auch erledigt. Dann kann ich mit dem Hackfleisch weitermachen. Ja. Das teilen wir in ungefähr zwei gleich große Stücke. Könnt ihr hinhauen. Beide Stücke ungefähr gleich groß. Ja, und dann fangen wir hier mal an. Indem wir was von unserer Pizzasoße hier rein donnern. Ein klein bisschen, aber wirklich nur ein klein bisschen Pizzaioli noch da rein. Ja, wie gesagt, am liebsten wäre mir das jetzt noch mit mit Schinken auch noch gewesen. Aber den habe ich schon komplett vernichtet, aufgegessen. Und das Einzige, was jetzt noch eben übrig war, war die Salami. Naja. Oh, jetzt habe ich unten den Käse vergessen. Menno. Macht nichts. So. Nehmen wir zuerst den Mais. Hier tue ich ein klein bisschen Salz drüber. Dann kommt auch schon der Deckel drauf. Dann schauen wir, dass wir das mit dem Rand halbwegs sauber verarbeiten.
Das Ganze dann hier auf die Zwiebeln. So. Und so können wir das jetzt im Backofen tun, so bei 200, 220 Grad Ober-Unterhitze. Ja, das mache ich jetzt. So, circa 220 Grad Ober-Unterhitze. Dann tun wir das hier in die auf mittleres Backblech in etwa. Ja, und dann gucken wir mal, wie lange wir dafür brauchen. Ich weiß es noch nicht. Ja, muss man gucken. 19:31. Mittlerweile 19:56. Schauen wir mal ganz kurz da rein. Ich habe mir hier noch ja, so ein Fertigteil da reingeschmissen. Naja, der darf schon noch eine Weile. Das hole ich mir derweil hier raus. Das lege ich nachher noch mal mit rein. Und überbacken mit Käse tue ich den ja auch noch. So Freunde, gerade die KP gemessen, kurz vor fertig. Knapp 70. Und jetzt hauen wir hier noch schön einen Käse drüber. Ich sehe es schon kommen, das wird wieder ein Riesenscheiß, die Schale sauber zu machen. Aber das ist mir egal. So. Dann feuere ich hier nochmal mein Brötchen drauf. Dann schieben wir rein. Und dann sind die letzten 5 Minuten vielleicht angebrochen. Tja, und so im Zustand ist die Küche. Da, das habe ich das letzte Mal nicht sauber gekriegt. Da werde ich weggekriegt und da werde ich mir dann einen Staubsauger nehmen und da unten mal ordentlich raussaugen. Boah, das ist ja ekelhaft da unten drin. Pfui, Deibel. Naja. So, Freunde. Ich würde mal sagen, mein Essen ist fertig. Den schnell noch ausmachen hier. Na, aus. Alles aus, alles aus. Und der sieht doch ganz passabel aus. Befreien wir den mal aus der Schale hier. Und machen einen schönen Mittelschnitt. Wenn das nicht geil aussieht, dann weiß ich auch nicht. Das Stückchen gönne ich mir jetzt heute. Ja, und dann machen wir mal ein Probierle. So, Freunde, einfach mal von meinem pizzamäßigen Hackbraten hier ein Stückchen abgeschnitten und mir erst einmal die Gosch verbrennen wahrscheinlich, weil ich es wieder nicht abwarten kann. Hm. Geht. Hm. Mhm. Lecker. Geil. Zum Nachmachen empfohlen. Vielleicht ein bisschen mehr Gewürz rein oder Salz. Das war ein klein bisschen zu wenig, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Aber ansonsten richtig geil.
esse jetzt und lasse den Abend noch gemütlich mit Netflix ausklingen. Mhm. In diesem Sinne, Tschaikowski, ein Däumchen nach oben, freundliches Kommentar, Abo und Tschaikowski, wir sehen uns.